Ich würde sagen, wir gucken uns das hier mal an. Let's go! Freunde der Abmahnungen, kennt ihr Never Forget Nicky? Ich hoffe doch, weil wir sollen ihn ja nicht vergessen. Das ist ein rechter Journalist, der auf YouTube ungefähr 150.000 Abonnenten hat. Das sieht aus wie ein kleines Kind. Der Typ sieht aus wie 12, jo, mir gefällt das, alles easy. In diesem Video soll es auch gar nicht um seinen Content an sich gehen, sondern einfach nur um die Tatsache, wie er versucht, kritischen Content über sich entfernen zu lassen. Lustigerweise ist Never Forget Nicky halt der Meinung, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Er selber kritisiert halt dauernd ARD, ZDF oder andere Medien, die uns angeblich zensieren und klein halten wollen, aber sobald mal ein kritisches Video über ihn hochgeladen wird, rennt er halt zum Anwalt und versucht, dieses Werk entfernen zu lassen. Never forget, Nicky will Kritiker mundtot machen. Massengeschmack TV, okay. Lassen. Bevor das Video startet, möchte ich euch aber noch mal kurz eine coole App vorstellen. Let's play Raid Shadow Legends. Start now for free. Ihr habt Assassin's Creed, ihr habt ein cooles Mobile Game. Zack! AFK Arena. Denn seit neuestem arbeitet AFK Arena zusammen mit Assassin's Creed, was dem Spiel nochmal sehr coole neue Inhalte bietet. Dadurch gibt es zum Beispiel auch einen neuen coolen Helden, welchen ihr in den Schlachten benutzen könnt, und zwar Ezio, den Assassin. Bam! 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 Ihr seht es ja hier schon, der Held ist einfach unfassbar stark und macht wirklich Spaß. Schade, die haben mich nicht angefragt. Wird noch Zeit, dass die mich anfragen. Vielleicht schreibe ich auch die mal an, ob die ihr Placement... Also, wenn die mich anfragen, gutes Angebot machen, dann kommt bei mir auch ein Assassin's Creed Video. Yeah, 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 yeah. Assassin's Creed, genau für den Kanal bestimmt, Bruder. Passt halt null auf Meinungsblogger-Kanal. Aber ist halt umso lustiger. Also sollten die mir ein krasses Angebot machen, ich glaube, ich würde es mittlerweile auch machen. Also wirklich, ich würde das mittlerweile auch machen, diesen ganzen Käse. Liegt einfach daran, dass ich mit YouTube halt nichts verdiene und nur mich durch die Placements sozusagen finanziere. Bam, bam, Mann, Alter, Assassin's Creed, Mann, das ist das Spiel für die ganze Familie. Da braucht man wieder Geld. Hallo, KuhnTV, der macht momentan mit seinem Hauptkanal über 10.000 Dollar. Allein nur durch Werbeeinnahmen. Mit seinem zweiten Kanal über 6.000 Dollar. Allein mit seinem, mit Werbeeinnahmen. Mit Spenden und sowas, beziehungsweise mit Subs, macht er bestimmt auf Twitch auch nochmal 3.000 Dollar. Da sind wir schon bei fast 20.000 Dollar. Mit Placements, würde ich sagen, macht er auch nochmal, jetzt mit Raid Shadow Legends, 10.000 Dollar. Er macht 30.000 Dollar im Monat, will er mich verarschen? Verstehe ich nicht, er hat die Placements gar nicht nötig. Du musst halt aber mal so sehen, nimmst du für ein Video 3, 4, 5.000 Euro mit? Also für eine kurze Einblendung oder nimmst du es nicht mit? Das ist halt immer die Frage. So. Und falls später mal schwierige Zeiten anstehen, kannst du halt jetzt schon mal krass viel Geld verdienen. Ja. Also er verdient damit krass viel Geld. Ne? Also man muss immer so sehen, in seiner Größe ist Minimum 3.000 Euro oder 4.000 Euro. Also der nimmt auch nichts unten drunter oder drunter an, sag ich mal. Ne? In dem Spiel geht es darum, Helden und Karten zu sammeln, um eure Helden zu verbessern. Ihr könnt ihnen Ausrüstungen geben. Jeder Held hat dazu eigene Skills und Fähigkeiten, die ihr in der Schlacht benutzen könnt. Und ihr könnt natürlich auch leveln, gar keine Frage. Dann müsst ihr mit euren Helden in epische Schlachten ziehen, um zu zeigen, dass ihr die Stärkeren seid. Es ist genauso simpel, wie es Spaß macht. Dazu ist der Grafikstil wirklich sehr ansehnlich und hebt sich deutlich von anderen Spielen. Hebt sich halt null von anderen Spielen ab. Es hebt sich halt rein von der Grafik null von anderen Spielen ab. Aber das haben die immer im Skript stehen. Das ist immer so lustig. Ihr müsst euch wirklich mal Placements angucken, auch von anderen YouTubern. Das, bei jeder App wird geschrieben in dem Skript, bitte sagt, dass sich die Grafik von anderen Spielen abhebt oder dass die Grafik besonders krass ist. Guckt euch doch das Spiel an. Wie kann das von der Grafik her krasser sein als andere Spiele? Das Spiel ist ein 2D-Spiel. Das ist halt wirklich nicht krass. Dieses Genres ab. Ich habe das Spiel früher mal aktiv gespielt und bin jetzt halt wieder dabei, weil irgendwie fesselt das Spiel einen einfach jedes Mal. Ihr könnt die App kostenlos bei iOS und Android runterladen. Yo, dazu bekommt ihr unter den Links bei mir in der Videobeschreibung auch noch einige Dinge gratis dazu. Es lohnt sich also auf jeden Fall, jetzt damit anzufangen. Jetzt runterladen. Ihr würdet meinen Kanal wirklich unterstützen. Viel Spaß beim Video. So auch ein Video auf dem Kanal Massengeschmack. Ich glaube, er meint das Design des Games. Ja, aber das Design ist ja jetzt auch nichts Sonderbares oder nichts Einzigartiges. Also es gibt tausende solche Games, die den gleichen Stil haben, ne? Oh Mann. TV. Diese haben sich nämlich kritisch mit der Person hinter Never Forget Nicky beschäftigt und haben dann prompt einen Anwaltsbrief erhalten. Nicht. Holger hat sich von dem Anwalt zum Glück nicht unterkriegen lassen, ist dagegen vorgegangen und hat am Ende natürlich auch zu Recht gewonnen. So musste Niklas jetzt die Anwälte zahlen, die Gerichtskosten übernehmen und das Video bekommt eine höhere Reichweite, weil Leute wie ich halt auch noch darüber berichten. Also alles richtig gemacht, mein Freund. In diesem Video werden wir so ein bisschen die Abmahnung von dem Anwalt, den Niklas beauftragt hat, so ein bisschen durchgehen. Und was soll man dazu sagen? Also ich weiß nicht,
ob er wirklich sich gedacht hat, ja Mann, so gewinne ich, oder ob er sich einfach dachte, ja Digga, das ist eh verloren, ich schreibe da einfach irgendwas. Aber so eine schlechte Abmahnung kenne ich normalerweise nur von den Anwälten von Dagi. Der Anwalt von Niklas ist Ralf Höcker. Der ist wohl auch in der Vergangenheit schon öfters damit aufgefallen, dass er Journalisten versucht hat, ein wenig einzuschüchtern. Also schauen wir uns mal an, was er da so geschrieben hat. Der erste Punkt ist halt genauso kleinlich wie auch dämlich. Und zwar hat Massengeschmack TV im Vorfeld des Videos zu Niklas eine Interviewanfrage gesendet, wo auch einige Fragen gestellt worden sind. Niklas hat das Ganze dann mit der Begründung abgelehnt, dass er momentan keine Zeit hat, da er gerade... Für den er offensichtlich keine offensichtliche Zeit gehabt hat, weil er Mentor sei. Tatsächlich wurde das Interview, das er an diesen Ansichtsweise einblenden, bereits am 16.10.2019 und damit 4 Monate vor ihrer Anfrage veröffentlicht. Aufgezeichnet wurde es sogar bereits am 23. Irgendwie. Andere Projekte am Laufen hat. Im Video wird dann als Überleitung benutzt, dass er allerdings ein Interview mit einer anderen Person gemacht hat, die sich halt nicht kritisch mit Niklas auseinandersetzt, sondern ihn halt schon öfter, sag ich mal, gepusht hat und wohl auch der Verleger seines Buches ist. Ich meine, im Video wird halt mehr als deutlich, dass das Ganze eher als Übergang zu sehen ist, quasi um auf dieses Thema, dieses Interview, zu sprechen zu kommen. Da geht es nicht darum zu sagen, du hattest für mich keine Zeit, aber mit ihm schon. Denn wie der Anwalt auch richtig reingeschrieben hat, wurde das Interview bereits Monate vorher aufgenommen und veröffentlicht. Das heißt, die beiden Sachen haben halt gar nichts miteinander zu tun und das hat Holger auch nie gesagt. Lustigerweise fällt ihm auch auf, dass Never Forget Nikki halt vor allem oder fast nur Interviews macht mit Leuten, die halt selber aus der rechten Verschwörungsszene kommen, sage ich jetzt einfach mal. Alter, das... Ey, wirklich, wenn ich schon Xavier Naidoo sehe, da tut mir wieder alles weh. Da dieses Meme, wo er so heult, das ist wild. Das ist für mich einer, wirklich, also bei Xavier Naidoo fällt mir halt gar nichts mehr ein. Das ist genau die Attila Hildmann, da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Wenn man Never Forget Nikki Interview eingibt, dann sieht man ihn eigentlich nie bei irgendwelchen Leuten, die ihn auch mal kritisieren, sondern eigentlich nur Menschen, die wahrscheinlich eher seiner Meinung sind. Der zweite Punkt ist dann ein altes Foto aus der Schulzeit von Niklas. Dort wird er mit anderen Schülern bei einem Englischwettbewerb gezeigt, wo er auch ausgezeichnet worden ist. Hier geht es halt angeblich um Persönlichkeitsrechte, die verletzt worden sind, aber das ist natürlich auch wieder falsch. Es handelt sich hierbei um ein öffentliches Foto, wo man bei Google Bilder auch direkt drauf gestoßen ist. Es war also sowieso schon für jeden zugänglich, der halt danach gesucht hat. Dazu ist dieses Foto halt auch ein wichtiges Argument von Holger gewesen. Denn in dem Buch von Never Forget Nikki steht nämlich sowas wie: Ich war in meiner Schulzeit umgeben von Migrantenkindern. Und er hat absolut recht. Ich meine, schaut euch mal das Bild an. Alter, was sehe ich denn da hinten? Ist das ein Migrantenkind? Digga, die sind ja auch überall, oder? Das Lustige daran ist ja im Endeffekt auch einfach, dass die Schule, die Schülerverteilung... Man muss aber auch einfach sagen, das war jetzt bloß vielleicht die Grundschule. Kann ja auch sein, dass er dann in der Oberschule mit Migranten viel zu tun hat. Einfach komplett transparent mitteilt. 2010 waren zum Beispiel 833 Schüler auf der Schule. Gerade mal 30 davon waren Migranten. Gut, man muss hier natürlich auch sagen, dass Niklas wirklich mega viel Pech hatte, weil diese 30 Migrantenkinder waren alle in seinem Jahrgang und waren noch alle in seiner Klasse. Gut, das kann ja wirklich auch mal passieren. Also offensichtlich ist diese Passage in seinem Buch halt einfach komplett erlogen. Und das ist sogar nachweisbar. Und sowas verstehe ich halt sowieso nicht. Ich meine, du kannst ja kritisch über Einwanderung und Migranten berichten. Da hat ja überhaupt keiner was dagegen und bestimmt gibt es Punkte, die man auch kritisieren kann. Aber warum bleibst du nicht einfach bei der Wahrheit, anstatt einfach... Ich sag euch, das wird auch wieder gehatet, das Video, weil diese Szene, diese rechte Szene ist so krass vertreten und auf YouTube merke ich es am meisten, auch mit den Bewertungen, da kraut es mir. Da kraut es mir, wie viele rechte Leute oder wie viele rechte, ja, oder wie viele AfD-Anhänger, NPD-Anhänger eigentlich auf YouTube unterwegs sind. Das tut wirklich weh. Ich muss sagen, es tut wirklich richtig weh. Es ist gruselig. Ne? Sobald mal ein Video kommt, wir hatten zum Beispiel ein Video mal angeguckt, da ging's auch um diese rechte Sache. Und sein Vater, der war von Hitler oder so, war das auch so ein Kamerad und hat übelst viele Juden umgebracht. Und der Sohn hat gesagt, dass es gar nicht geht und so. Dann war der auf irgendeiner AfD-Wahl, hat da halt gefragt, wie das sein kann. Und richtig viele AfD-Anhänger so, ja, also ich finde das nicht schlecht, ich meine, ich würde, oder die finden das nicht schlimm, wenn sie einfach so Migranten an der Grenze erschießen, auch Kinder erschießen, weil das ist ja in der DDR auch passiert, ne? Sowas haben die halt rausgehauen und den Kommentaren und die Bewertungen, die waren richtig gruselig, ne? Also da gab es richtig viele, die es auch noch verteidigt haben, solche überaus moralisch verwerflichen Sachen, ne? Irgendwelche Dinge zu behaupten, die halt einfach gelogen sind. Das sind so Dinge, die verstehe ich halt einfach nicht. Niklas hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, dass der Anwalt wohl anscheinend auch der Schule geschrieben hat. Die haben nämlich ihn in diesem Foto jetzt unkenntlich gemacht und seinen Namen aus dem Text gestrichen. Da möchte wohl jemand seine Vergangenheit löschen, was aber nichts gebracht hat, weil das jetzt schon in mehreren Videos genannt worden ist. Der nächste Punkt ist aber wirklich mit Abstand der dümmste. Jetzt geht es nämlich darum, war er in der Minderheit?
Oder war er es nicht? War er nicht. Ist ja auch klar bei 30 Migrantenkindern auf der Schule. Der Anwalt sagt dazu nämlich Folgendes. Unser Mandant hat in seinem Buch nicht behauptet, dass er generell in der Minderheit gewesen sei. Vielmehr bezog sich seine Aussage auf den Ethikunterricht. Auf Seite 64 seines Buches, auf das sie ausdrücklich Bezug nehmen, heißt es, eine Zuspitzung hiervon fand immer im Ethikunterricht statt, in welchem ich zeitweise der einzige Deutsche war. Hier war außer wenigen Konfessionslosen nur Jugendlichen mit muslimischem Glauben anwesend. Die Stimmung in diesen Unterrichtsstunden war indiskutabel. Es gab viele körperliche... Wie kann man denn so viel Hass eigentlich gegen Ausländer haben? Junge, was ist denn da los? Was muss der denn erlebt haben, um so eine Scheiße einzuschreiben? Seychellen TV, grüß dich. Man muss auch sagen, dieser Moloch, diese Szene bekämpft sich auch stark selber. Also genau genommen schießen sie ständig gegeneinander. Ja, klar. Das auch, aber es ist trotzdem erstmal traurig, dass überhaupt solche Leute gibt. Die Auseinandersetzungen aufgrund von Unruhen und Geschrei konnte selten Unterricht stattfinden. In der Minderheit muss man sich als deutscher Schüler häufiger Sprüche wie Scheiß Deutscher, Schweinefleischfresser und Allmannlappen. Allmann oder wie mit Doppel L? Von den muslimischen Jugendlichen anhören. Allmann, also Weltraummann. Ah, Digga, Kinder waren schon damals echt hart, muss man sagen. Ich meine, fick mich, wenn ich falsch liege, aber vor 10 Jahren hat doch auch noch keiner Allmann als Beleidigung benutzt, oder? Ich dachte immer, das ist so ein neuzeitliches Wort. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das wahrgenommen habt. Also möchte uns Niklas hier quasi erzählen, dass die 30 Migrantenkinder alle in seinem Jahrgang... Ich bin übrigens auch ein Schweinefleischfresser, ich kann das auch essen. ...und seinem Ethikkurs gewesen sind und auch alle 30 die ganze Zeit sich gegenseitig geschlagen, beleidigt und rumgeschrien haben. Also wenn das mal nicht eine super realistische... Geschichte des Geschehenen ist, dann weiß ich auch nicht. Lustigerweise stimmt das aber halt auch einfach gar nicht, beziehungsweise nur so halb. Denn das stimmt tatsächlich, das steht auf Seite 64. Allerdings steht am Anfang des Buches halt Folgendes. Auf Seite 19 heißt es zum Beispiel, wirklich schlimm wurde es für mich erst, als ich nach der 4. Klasse auf ein Gymnasium wechselte und in eine Klasse kam, in welcher ich mich vom ersten Tag an fremd fühlte. Nun fühlen sich viele Schüler in der Schule nicht wohl. Mobbing ist heute wohl eher traurige Gewohnheit und keine Ausnahme mehr. Ich jedoch meine konkret benennen zu können, was die Schulzeit für mich und für die wenigen anderen deutschen Kinder dort unerträglich gemacht hat. Je nachdem, welches Schulfach ich hatte, veränderte sich die Zusammensetzung meiner Schulklasse. Was aber konstant sehr hoch blieb, war der Migrantenanteil. Ich muss hierbei sagen, dass der reine Fakt, dass es sich... Also wenn dort 30 Migrantenkinder waren und es sich ja immer wechselt, kann es ja eigentlich nicht sein, dass er immer extrem hoch war, der Migrantenanteil. Wenn das doch eh immer wechselt. Um Migranten handelt, mir völlig gleich ist. Was mir aber nicht egal ist und mich bis heute belastet, ist der Fakt, wie diese Migranten das Schulklima beeinflusst haben und wie wenig dagegen unternommen wurde. Heißt, dass das zwar wirklich auf Seite 64 so steht, das heißt aber auch, dass das am Anfang halt genauso im Buch steht. Das heißt, diese beiden Passagen, die passen einfach gar nicht zusammen. Also offensichtlich ist eine von den beiden Geschichten halt irgendwie ein bisschen gelogen. Der Anwalt ist darüber hinaus aber auch wirklich super seriös. Er schreibt zum Beispiel beim letzten Punkt, wo es um die Aussage geht, dass er rein rechnerisch eine Schulklasse wiederholen musste. Auch dies ist falsch. Woher? Aber Linksextreme sind auf YouTube vertreten. Sie müssen wissen to go. Was wäre, wenn die AfD regieren würde? Dort sind Links- und Rechtsextreme teilweise vertreten. Mal wird von Verharmlosung der AfD gesprochen. Mal wird von linksversiffter Propaganda gesprochen. Ja, also wie gesagt, ich kann mir die Kommentare teilweise nicht antun. Weil alles, was so in die extreme Richtung geht, kann ich halt auch ehrlich gesagt nicht ernst nehmen. Beziehungsweise sollte man schon fast ernst nehmen, weil das sehr traurig ist, was dort teilweise geschrieben wird. Das ist wirklich sehr traurig. Wer sie diesen Stuss haben, ist nicht ersichtlich. Diesen Stuss haben. Top 10 seriöse Anwälte. Hier sagt Holger dazu, dass er 2010 in der 5. Klasse war. 2016, als er ein Interview gegeben hat, allerdings immer noch. Da verstehe ich den Punkt aber ehrlich gesagt auch nicht so ganz, weil er ist ja auf ein Gymnasium gegangen. Also dann wäre er ja in der 11. Klasse. Also das passt ja halt irgendwie. Und wenn nicht, kommt es ja auch. Das ist ein richtig weirder Punkt irgendwie, oder? Digga, die Schule ist so komisch, weil genau in der Mitte des Jahres einfach der Cut kommt. Allerdings war auch hier wieder kein Fehler vorhanden. Denn er hat hier einen einfachen Juristen und eine Unterlassungsklage unterschreiben. Aber Holger wäre natürlich nicht Holger, wenn er das halt nicht gemacht hätte. Und es gibt tatsächlich halt auch schon ein Urteil vom Landgericht in Köln. Und das kann ich euch in einem Satz zusammenfassen. Holger hat natürlich recht bekommen, das war journalistisch super gut aufgearbeitet, es gibt keinen Grund, warum man dagegen vorgehen sollte und Niklas ist komplett mit dieser Quatsch ist, oder? Ja, okay, erwischt, Digga. Ich wollte nur gucken, was geht, Alter. Na dann, schönen Tag noch, ne? Ich weiß halt wirklich nicht, warum man dagegen vorgegangen ist, weil das...
Ganze ist jetzt dadurch natürlich auch geklärt. Das Video, um welches es geht, ist jetzt auch wieder ganz normal auf YouTube aufrufbar. Das verlinke ich euch auf jeden Fall in der Beschreibung. Ist richtig gut geworden. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Was kann ich abschließend dazu sagen? Es ist halt wirklich super traurig zu sehen, dass eine Person, die sich auf seinem Kanal immer so pro Meinungsfreiheit und jeder darf jeden kritisieren und so weiter hinstellt, halt derjenige ist, der halt versucht, jedes kritische Werk eines anderen Users zu entfernen, abzumahnen und durch Unterlassungsklagen zu versuchen, dass halt quasi gar nicht mehr über ihn berichtet wird. Das ist halt wirklich absolut schwach. Schöne Doppelmoral, die du hier an den Tag legst, mein Freund. Du könntest KuchenTV sein. Das war's mit diesem Video. Du könntest KuchenTV sein. Ja, finde ich auch. Ja, gutes Video auf jeden Fall. Ich finde halt auch das Placement extrem stark, weil ich finde, das passt halt auch einfach.